I know it's been a while since we last spoke, but something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me, you'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business? Well, there's something big on that island. Real big. So many friends, and even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen, and you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. Yes, sir. They call him Charles. Half-trained, half-giga spider from hell. We've been planning his demise for some time now, and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Yes, sir. Welcome to Aradiram, the island where miners dig their own graves. Stay close. Charles isn't the only thing to fear around here. Und damit willkommen bei Choo Choo Charles. Ein kleines Horror-Game, was heute sogar rauskam. Ich spiele es an Release Day. Um genau zu sein, kam es vor einer halben Stunde raus. Wir sind ja scheinbar jetzt auf einer Insel, I guess. Nachts. Hallo. There's a train shed at the top of the hill. One of the train operators was killed early on by the beast, so his old engine should be in there. If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. Stay close. We don't want to be exposed for too long. Der, was lacht er so? Wie er rennt. Ja, okay. Wir gehen einfach mal hinterher hier, so. Dem netten Herrn. Oh Gott. Tja, wie er läuft. Och Junge, nein. Ich hasse dich. There's a small shack up the path that might have a key inside. Take this map. I just marked the location on it. See if the key is up there, and I'll look around some more down here. Ja, natürlich müssen wir. Oh Gott im Himmel. Kann ich mir einen Wegpunkt setzen oder so? Wegpunkt setzen. Zack. Okay, das ist die Map. Ach du Scheiße. Aha. Geht aber eigentlich. Okay. Dann gehen wir erstmal dahin. Das ist cool gemacht mit der Map. Lalala. Es gibt nichts, wovor wir Angst haben müssen. Hallo? Aha. Will die auch irgendwie mitnehmen? Nein. Die Lampe? Lol. Okay. Ja, Inventar. Geil. Schlüssel. Lalala. Zack. Hallo. Good on you. Looks like you found it. Mhm. Open up that door and lead the way. Zeig mir den Weg. Ich dachte, du. Okay. Ja, schau dir mal die geile Lok an. Hey, that's what I'm talking about. Mhm. She's only but a goodie. I'm going to inspect the train's exterior. So. Why don't you take a peek inside? See what we got to work with. Mhm. Huh. Ja, okay. Man kann scheinbar recht einfach hier. Okay, passt. Damit kommst du auf der Insel schneller voran. Eine Waffe und ein Schild gegen deine Feinde. Dort wirst du wiederbelebt, wenn etwas schief läuft. Okay. Ja. Hier kann man seinen Zug upgraden. Tempo, Schaden, Panzerung. Die HP wahrscheinlich. Oh. Kann ich auch irgendwie zielen? Ne, ich kann nur... Ah, okay, ich schieße quasi in die Mitte vom Bildschirm. Nicht da, wo das Ding hinzielt. Okay, wie viel Munition habe ich? Ich hoffe einfach mal... Unendlich. Und wie steige ich ab? Bro? Wie gehe ich hier wieder runter? Ah, okay. Oh, yo. Chill mal. Okay. Ja, ja, ja. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island, but it sure looks fun to use. Ja, lach nicht so, erfährt. Mhm. Are you ready to take this thing for a spin? Mhm. Mit dem mittleren Hebel fährt der Zug vorwärts, mit dem linken rückwärts. Im Tutorial deaktiviert. Rechter Hebel hält den Zug an. Na, okay. Yeah, baby. We're coming for you, Charles. Digga, sei nicht so. Och, nö, Digga. Ja, ja, okay, okay. Mein Gott. Ja, ja, überhitzt. Ja, okay. Digga, sie ist... Nein, Eugene! Du Monster. Digga, er hat Eugene gefressen. Okay, was ist jetzt der Plan am besten? Okay, fahren wir erstmal dahin weiter. I guess. Huh. Okay, man kann sich nach links und rechts lehnen, scheinbar. Huh. Oder? Ja. Oh Mann. Wie hat der das denn jetzt geschafft? Jo, wie viel Leben wir verloren haben. No fucking way. Oh, wait, wait, stopp, stopp, stopp. Gibt's hier was, was wir mitnehmen können? Lass mich hier raus. Okay, man kann scheinbar nicht hinten rausfallen. Das ist schon mal ganz gut zu wissen, wie auch immer der andere Heini das dann geschafft hat. Oh mein Gott, das sind meine Steps. Hier gibt's scheinbar nichts irgendwie. Gehen wir schnell lieber wieder rein. Ups. Hebel. Okay. Sind wir gleich bei der Kreuzung. Die Frage ist, wohin fahren wir da? Jetzt gehst du erstmal über eine Brücke. Schilder weisen auf bevorstehende Gleisabzweigungen. Okay, warte, stoppen wir mal kurz. Das Licht einer Abzweigung zeigt die Richtung der Gleise. Wir fahren nach links. Halte deinen Zug an und interagiere mit dem Hebel, um die Richtung zu ändern. Unbekannter NSC, optionale Mission. Gibt es auch Hauptmissionen? Okay, die blauen sind quasi die Hauptmission. Dann würde ich sagen, fahren wir natürlich erstmal rechts lang. Lalala. Lass mich zurück. Oh, oh Gott, Hilfe, Gewitter. Ah. Okay, den Wegpunkt kann ich wegmachen, I guess. Ja, ich kann ihn einfach weitersetzen. Okay, mal schauen, was der zu sagen hat. Was ist das hier? Ich hoffe mal, wir müssen nicht irgendwie mit Tank arbeiten. Das wäre ja schrecklich. Anhalten. Hallo. Na? Oh, die hat einen Shotgun in der Hand, okay. Eugene told us we'd have a newcomer soon. Ja, ich. I suppose that would be you. Mhm. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Nice. Here's the key. And although the balcony is behind me, I'll just mark it on your map anyway. Uh-huh. As a side note, talk to anyone around here, and they'll do whatever they can to help. Uh-huh. Anyone not wearing a mask, that is. Nö. Check out the balcony and take whatever you can use. Good luck with everything. Dankeschön. Ich glaube, es gibt tatsächlich ein paar böse Gegner. Ja, was, Bruder? I, Schlüssel. Ja, Candice Schlüssel. Tür geht nicht. Was ist das? Gehe ich halt auf den Balkon. Ja, ich sollte wahrscheinlich eh hier hoch. La 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 la. Aha. Okay, sehr viel Schrott. Und jetzt auch eine Map wahrscheinlich. Oder irgendwas anderes. Mission abgeschlossen. Okay, wir haben wirklich geduldig gewartet, aber die letzten Tage waren, wie soll ich sagen, chaotisch. Charles wird immer aggressiver und ich weiß nicht, wie viele von uns noch übrig sein werden, wenn Hilfe eintrifft. Viel Glück, Eugene. Wir zählen auf dich. Ja, ne, ja gut, Eugene, haha, ja. So viel dazu. So, wir fahren einfach hier runter. Ah, na, war mir klar, dass das Schaden macht. Lasst. So, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Nö, dann tschüss. Mining Charles Company. Okay. Wait. Ist Charles vielleicht eine Abomination? Mit diesem Zug. So, wir haben 9 Schrott. Wir könnten da theoretisch alles einmal aufleveln oder reparieren. So, ich sehe mich erstmal bei Panzerung und Schaden. Und dann warten wir erstmal noch. Vielleicht brauchen wir das ja wirklich. So, und dann fahren wir zum nächsten NPC. NSC, Digga, was auch immer. Rein da. Ich frage mich aber auch. Ich frage mich auch, wann Charles das nächste Mal eintrifft. Ich habe einfach, das dauert noch ein bisschen. Okay, stopp, 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 stopp. Was ist, wenn der Zug ohne mich weiterfährt? Oh, das wird mir safe passieren einmal. Oh, hallo? Ich nehme erstmal deinen Schrott. Okay, hallo. Mister, wer sind Sie? Daryl. You're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. Okay. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. Ich hoffe mal, dass das nicht der Shop-Platz, der da gerade neben dran war. Das sah sehr abandoned aus. Was hat der überhaupt an seinen Schultern? Here, take 'em. Okay, you get that chest open. You'll earn my respect. I might just give you some scraps to help improve your train. Ja, bitte. Okay, er meint diesen Schrottplatz hier, genau. Okay. Knacke das Schloss an der Truhe auf Daryls Schrottplatz. Okay, wir werden natürlich mit unserem Zug dort rückwärts hinfahren, weil ich werde es nicht einsehen. Digga, dass ich da halt ewig hinlaufe, oder was? Oh ja, stopp, 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 nicht so schnell. Okay, ein bisschen können wir noch nach vorne fahren. Kurz gucken, ob irgendwo Charles lungert. Nee, wird schon passen. So. Du bist die ominöse Truhe. Ach du Kacke. Easy, Achtung. Natürlich. Wow. Aha. Oh, mehr? Nein. Ey! Okay, let's go. Oh. Was ist das? Okay. Kehre zu Daryl zurück. Ja, wir gehen jetzt einfach hier so hin. Wir haben da, das war irgendein Plan mit irgendeiner Spinne oder so. Hallo Daryl, lass mich rein. So, hallo. Well, fancy fingers here got the chest unlocked. Mhm. That's an odd looking piece of junk you found inside. Ja, das ist doch, das war doch gar kein Schrottteil. Let's go. Dankeschön. Okay, wie viel hat er mir jetzt gegeben? 29 habe ich jetzt. Holy shit, das ist sau viel, oder? Lalala. Okay, das heißt, ich würde sagen, wir fahren noch nicht weiter, weil das Hauptquest ist ja da schon direkt. Ich traue mich noch nicht, zu dem Roten hinzugehen. Ich habe irgendwie Angst, dass es, weiß ich nicht, irgendwas Böses ist. Okay, 29 Schrott. Ja, dann würde ich erstmal sagen, Damage, Tempo, Panzerung, Damage. Und wir reparieren, glaube ich, einfach den Zug sicherheitshalber. Oh, was? Wir reparieren gar nicht so viel. Ja, dann kann ich ja ruhig 2 reinhauen. Okay, let's go. Ha, wie geil. So. Hauptquest, here we go. Zack. Hallo, oh, gib her, zack. Hallo, wir sind hier. Monster Hunter has arrived, I see. Mhm, ich bin der Monster Hunter. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. Ja, ja. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Mm-hmm. Dispersed around the island are 3 eggs, locked in the island's 3 primary mines. Na toll. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Ja, und das muss natürlich ich machen. War mir klar. Unfortunately, the mining company owner Warren Charles III has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. Ja, war klar, war klar. There's an egg in the mine just down the rail. Mhm. Ach nein. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. Mhm. Ja, Mann. Okay, okay, wir haben den... Wir haben noch einen Dietrich und den Schlüssel zu den Südminen. Hier. Die Frage ist, will ich da hin? Wollen wir erst hier hin? Oh, ich habe Angst. Die Bande hält ein wichtiges Ei in der Südmine versteckt. Okay, wisst ihr was? Wir schauen mal vorbei. Vielleicht finden wir da etwas Tolles. Let's go. Natürlich fährt der Zug wieder viel zu weit. Oder wobei, hier ist der Haupteingang. Ah, da gibt es verschiedene Eingänge. Okay, wir fahren zurück. Da sehe ich auch schon direkt Schrott liegen. Ist ganz gut, dass der ein bisschen gelblich so ist. Hallo? Oh, ich dachte schon, hier ist actually irgendjemand Böses. Also der sieht zumindest nett aus, der Typ. Und sein ganzes Haus brennt. Sergeant Flint. Flammenwerfer. Mhm. Das wäre geil. Ja. Die würde ich nehmen, die Waffe. Die Frage ist nur... Insektenspray Inferno. Finde einen Weg, das Feuer zu löschen. Ja gut, ne? Wir gehen erstmal hier schön weiter looten. Lol. Ja, die Tür ist natürlich wieder zu. So. Ich will da nicht drauf springen, am Ende sterbe ich. Hm. Wie könnte ich das Feuer nur löschen? Liegt hier noch mehr Schrott rum? Aha. Vielleicht, wenn ich das Wasser aufdrehe. Wow. Okay, mach zu. Mach zu! Wasserverschwendung! Oh Mann. Okay, aua. Wie heile ich mich eigentlich? Ich halt automatisch. Ja, hätte er nicht machen können, oder was? Insektenspray, wow. Okay, ist hier noch irgendwas Tolles drin? Schrott oder so? Aha, natürlich. Ist Sprintjumpen schneller, wie in Minecraft? Okay, Verlangsamung, Schussrate, Schaden, Reichweite. Okay, warte mal. Nein, kann ich irgendwie... Ah, okay. Entgleiser. Schaden, Reichweite, Verlangsamung, Schussrate. Ja, okay, dann lassen wir den da erstmal. Sieht schon fesch aus. Flamme des Inferno. Geil. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns dann doch auf dem Weg zur Mine. Hauptquest. Imagine, man könnte auf der Map einfach Charles sehen. Optionale Mission. Boah, so weit in die Landschaft rein, Alter. Okay, hier ist ein Schuppen auch. In die könnte ich auch noch rein. Okay, ein bisschen nach vorne könnte ich noch. Ein bisschen nach vorne könnte ich noch. Okay. Schrott. Tada. Kann ich mich hier reinlegen? Nein. Wir bleiben drin. Schrott. Spitzhacke mitnehmen? In die Mine vielleicht? Oh Mann, ich weiß nicht, was mich da drin erwartet. Kann ich irgendwie sneaken? Hallo? Okay, das war's auch mit dem Minenschlüssel. Mann. Lalala. Hallo? Während wir an dem am weitesten entfernten Tunnel arbeiteten, brachen wir durch eine Wand in eine große Höhle. Etwas ist hier seltsam, doch wir wissen nicht genau was. Wir bitten Herrn Warren, sobald wie möglich das südliche Minengelände zu besuchen, um uns weitere Anweisungen zu erteilen. Eugene, Team Supervisor. Ja, Eugene, ne? Das war's auch mit dir. An der Stelle lehne dich nach links oder rechts, um Feinde auszuspielen und nicht entdeckt zu werden. Ey. Da liegt Schrott, glaube ich. Nein, ey, ich hab doch auch. Was ist das für ein Labyrinth jetzt oder was? Zack. Okay, links oder rechts. Also eigentlich soll man sich immer an der rechten Wand halten. In einem Labyrinth. Von daher. Kuckuck. Oha. Oh Mann. Was ist das hier? Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Oh, der verfolgt mich. Ey, ey. Ey. Oh mein Gott. Oh, der verfolgt mich immer noch. Ey, was soll das? Ey, Bro. Ey. Ey. Ach, Mann. Hör doch auf. Ich hatte ja gar keine Chance, da zu entkommen. Bitte verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Ey, Mann. Oh mein Gott. Okay, warte, wir stoppen. Okay, wir kommen, um den zu holen. Dich werden wir zusammenfahren, Digga. Sowas von. Komm her, Bro. What? Fahr den um, Digga. Umfahren, sofort. Ja, das hat funktioniert. Okay, so viel dazu. Wir können wieder da lang. Die Frage ist, ob ich nochmal hier links lang gehen sollte. Ich kann ja auch nochmal gucken, ob hier was ist. Maybe. Okay, ist eigentlich noch nur eine Kiste. Ja, können wir unser Lockpick nutzen. Ey, komm. Wieso ist der Kreis nicht bündig da oben? Let's go. Farbeimer. Oh mein Gott, ein grüner Zug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als ob. Das müssen wir sofort machen, sobald wir draußen sind. Ich hätte gerne einfach eine Waffe auf die Hand. Ich meine, dieser eine Typ da, also... Okay, ich weiß auf jeden Fall schon, die verfolgen mich bis ans Ende. Hier ist ein Ei. Okay. Frage ist, was passiert, wenn ich das mitnehme? Ich habe eine ganz böse Vermutung, was jetzt gleich passieren könnte, sobald ich draußen bin. Ich habe die Vermutung, draußen wartet jemand auf mich. Jemand mit 8 Beinen. Und ich höre schon sein Geräusch. Das kann nicht sein. Bitte. Okay. Okay, ganz ruhig. Wir müssen es zurück zum Zug schaffen. Rein. Okay, grüner Zug, let's go. Der Dürl-Banjo-Zug ist da. Okay, stopp, warte, wo wollen wir überhaupt hin? Okay, was ist hier oben? Hier ist der nächste NPC. Okay, aber wer wäre auf dem Weg? Hier wäre ein Dock. Wo ist eine neue Waffenmission? Sogar direkt daneben. Könnten aber auch... Okay, nein. Wir gehen erstmal maybe hier hin. Let's go. Okay, in der Zeit rüsten wir auf. Ich würde sagen, wir rüsten einfach zweimal Okay, nein, okay. Wir rüsten das Tempo auf. Reparieren uns. Alles gut, alles gut. Kein Charles weit und breit. Okay, warte. Wo müssen wir... Hier. Ist auf jeden Fall... eine Abzweigung. Bevor wir bei der sind, müssen wir auf jeden Fall Stopp machen. Oh mein Gott, da hinten ist er. Ich kann nicht aussteigen jetzt. Okay, ein bisschen weiter können wir noch fahren. Die Abzweigung geht nach links. Okay, raus, schnell. Komm schon. Oh mein Gott, da ist er. Oh mein Gott, schnell rein. Fahr, fahr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, schnell. Andere Waffe. Verpiss dich. Verbrenn. Okay, andere Waffe wieder. Oh mein Gott. Der Zug geht langsam kaputt. Wir müssen ihn reparieren. Oh mein Gott. Verpiss dich. Alter. Okay, wo sind wir? Wir sind falsch gefahren. Wir haben die zweite Abzweigung verpasst. No way. Oh, no, 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 no. Das ist gar nicht gut. Wir müssen rückwärts fahren. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen dringend rückwärts fahren. Oh mein Gott, der Zug war kurz davor, kaputt zu gehen. Alter. Der macht sau viel Schaden. Okay, bessere Panzerung. Reparieren. Wir haben keinen Schrott mehr. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Alter. Alter. Dieser Psychopathenzug. In dem Moment, wo ich zu diesem Teil hier gelaufen bin und ich ihn gehört habe, dachte ich echt, das ist vorbei. Okay, let's go. Das war's dann auch mit, dem NPC. Wir gehen direkt weiter. Wir sind der stärkere Zug. Let's go. Ist auch noch was tatsächlich. Kleiner Bunker. Ja, wahrscheinlich laufe ich da hin, Digga. Bis ich da stehe, ey, war's das mit mir. So, hallo. Schrott, bitte? Yes, let's go. Die Frage ist, ob hier drumrum noch Schrott liegt oder so. Ah, okay, tatsächlich. Ah, es lohnt sich tatsächlich also, gut hier rumzugucken. Ja. Okay, wichtig. Wow, aber er sieht schon echt fesch aus. Kleiner Game Crash. I guess. Das ist okay. Ey, aber es hat genau da gespeichert, wo wir aufgehört haben. Ich wollte gerade sagen, der Zug sieht echt fesch aus. So in grün. Krass. Nice. So, was geht, Minion? Alter. Was hast du denn da Geiles? Okay, was hast denn du zu sagen? Wer bist du überhaupt? John Smith. Geiler Scheiß. I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time. So building this puppy was a hell of an opportunity. Nice. Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. Okay, okay. While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the bunker? Aus dem Bunker, natürlich. Wo auch sonst. Folge den Schienen. Ist es nicht dein Ernst, ey? Was hast du hier oben Geiles? Schrott. Ich frage mich, ob Warren uns und unseren Familien in dieses Drecksloch gelockt hat, damit wir für immer hier bleiben oder um Informationen über seine Geschäftspraktiken vom Festland fernzuhalten. Wie auch immer, ich will den Hals dieses Mannes in einer Schlinge sehen. Paul hat mich gebeten, eine neue Waffe für den Monsterjäger zu entwerfen, den Eugene schickt. Und da du weißt, wie gut ich mich mit Sprengstoff auskenne, kannst du davon ausgehen, dass ich den zerstörerischsten Raketenwerfer überhaupt gebaut habe. Warren, du hast keine Chance. Okay. Gehen wir noch hier rüber zu dem der anderen Hauptmission. Mal wieder geht hier eine Tür nicht zu. Hallo. Oh, du bist ein bisschen nackig, wa? Eieiei. Ich muss diese mutigen Schnell aufschreiben, bevor Warren herausfindet, dass der Schutz Verschwörung auf die Schicht gekommen ist. Meine Theorie ist, dass Herr Warren Krieg zu Lords Vertreter versucht, mehr dieser Achtbeinigkeit tun auszubrüten. Eine ganze Armee für wer weiß was. Sie fanden ein ganzes Nest mit diesen Eiern, als sie Trümmer aus dem Einsturz beseitigten. Ihr wisst auch, dass so harte Diamanten sind, absolut unzerstörbar. Wer hat euch mit Hilfe der Tempel-Prismas Energie aus allen Eiern zu saugen? Bevor sie letzten Vertreter konnten, durchkreuzt der alte Warren den Plan. Warren muss erkannt haben, wie mächtig die Ringer sind, und anstatt uns vor ihnen zu schützen, die Weltherrschaft übernehmen. Ich bin ja auf der Spur, Warren. Greg, der außergewöhnliches Genie. Bist du Greg? Name's Greg, by the way. In case you haven't heard already, Warren, the mine boss, is keeping... We're unsure why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monstrous creatures like Charles. To prevent this, we need you to steal all three and use them to bait Charles so we can destroy him. Let's go. Nordmine, natürlich. Er hat den Schlüssel zur Nordmine. Wer auch sonst. Grünes Ei. Eines der drei Eier, die benötigt werden, um den Tempel zu aktivieren. Charles in einen tödlichen Kampf herauszufordern. Also hat das Regnen aufgehört. Das ist doch schon mal was Positives. Dass es nicht mehr regnet, ist doch schon mal ganz nice. Okay. Die Frage ist... Ne, da ist die Nordmine. Und zwei neue Hauptquests. Und der Bunker. Die Frage ist, wollen wir noch hier hoch? Hier könnten wir ein bisschen Schrott bekommen. Wir könnten es probieren, actually. Also, wir können ein bisschen nach vorne noch fahren. Ab dafür zum Leuchtturm. Wenn mich jetzt gleich Charles aufsuchen kommt, dann werde ich sauer. Let's go. Es traut sich auch keiner mehr aus seinen Häusern raus. Oh, wow. Hat hier irgendwas Geiles hier noch rumliegen? Ah. Oh, yo, die ist mies verletzt. We haven't met, but I've heard lots about you coming to help us. I have a favor to ask. The breakers on the side of the lighthouse need replacing. I was recently attacked by Charles, so I'm unable to do it myself. Ey, ich wurde auch angegriffen, also es tut mir leid. Are in the nearby supply shed. If you go get them and repair the lighthouse, I can try signaling passing ships to come help us. Oh, okay. Once you finish, I have some spare scraps to give you. Okay, nice. Frage ist, wo ist der Schuppen? Das geht fit. Bring Licht ins Dunkle. Wir bringen Licht ins Dunkle. Zack. Ach, Hintertür lässt sich nicht aufmachen, natürlich, was auch sonst. Geile Batterien oder Lampen oder was auch immer. Waren das alle? Ich hoffe es. Finde und tausche die Sicherung aus, um den Leuchtturm zu reparieren. Ich habe alle Sicherungen. I guess. 4 Stück. Na gut, dann ab dafür. Wieso habe ich eigentlich die Vermutung, dass jetzt gleich Charles hier auftauchen wird? Zack, zack, zack. Und, Könnt ihr mich verarschen? Ey. Oh mein Gott. Ach nö, warum? Ey. Hier da hinten ist meine Lok. Okay, Claire, habe ich erledigt. Fixing the lighthouse will definitely increase our chances of being spotted. Ja. Here are those scraps I promised. Danke. 49, damit können wir sehr sicher was mit anfangen. Das größte Problem wird jetzt noch sein, zurückzukommen, ohne gesnackt zu werden. Okay, es sind nur 170 Meter. Wir gehen einfach am Strand entlang, da wo uns keiner sieht. Warum ist die Musik weg? Okay, wir haben es geschafft. Puh. Wir reparieren unser Viech ein bisschen und erhöhen. Wisst ihr was? Wir erhöhen jetzt einfach zweimal noch die Panzerung. Sonst verschwenden wir vielleicht zu viel Schrott bei der Reparatur. Das kann sehr gut sein. Ist hier schon der Bunker? Mehr oder weniger? Ich meine, hier ist Schrott. Ein bisschen Dynamit. So finde ich wahrscheinlich auch den Eingang hier rein. In den Bunker. Ich habe das Gefühl, ich höre die ganze Zeit Steps. Oh, da sind Raketen. Ich glaube, die werde ich brauchen. Ja. Yep. Dynamit. Oh, okay, Digga. Ich nehme an, in dem Bunker wird ja auch keiner sein, einfach. Warte, hier führt so eine Line lang. Scheinbar. Aber die Frage ist... Huh. Ah, okay. Let's go. Digga, was hat das für ein Explosionsradius? Aua. Oh, let's go, Raketen. Okay, eine neue Notiz. Raketenwerfer... Version 1 fehlerhaft, Version 2 fehlerhaft, Version 3, 13 Sekunden Flug. Oh nein, Version 4 Erfolg. Das hat sich nicht sehr, uff. Damit hätten wir die Raketen für den Typen. Das heißt, let's go. Ah, der Leuchtturm leuchtet, nice. Die Frage ist, wann erfahre ich mal, ob hier... Oh, wait, stopp, stopp. Let's go. Die Frage ist, wann erfahre ich... Wait, Respawn-Schrott? Keine Ahnung, wann erfahre ich, ob die Boote ankommen oder Schiffe, die angeblich Supplies bringen. Hallo? John. Oh, danke. Mhm. Ich versuch's. Jo. Schaden, Reichweite, Verlangsamung, Schussrate. Okay. Der Weg bis zum nächsten Hauptquest ist lang auf jeden Fall. Holy shit. Dann würde ich sagen, Leute, das war's auch erstmal mit der ersten Folge von Choo Choo Charles. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, von diesem Horror-Game, dann lasst gerne ein Like, Abo oder auch einen Kommentar da. Die nächste Folge wird, wenn dann, erst... bisschen später kommen, weil nächste Woche ist was Großes geplant. Seid gespannt auf das Video nächsten Samstag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.